herzlich willkommen zu einem neuen Orakel hier auf meinem Kanal. Ich bin Michael Rufen-Dietrich, ich freue mich, dass du dabei bist und natürlich komme ich eurem Wunsch nach, dass ich auch mal wieder ein Video mache, wo ich nur die Karten zeige. Ja, habe ich mir gedacht, mache ich dann heute mal, dass ihr das so ein bisschen mitverfolgen könnt, ja? Und ja, ihr seht, es sind auch ganz viele Karten aufgebaut. Ich weiß noch nicht, welche wir brauchen. Ich hatte heute so ein bisschen den Drang zu Orakelkarten, nämlich zum einen meine Lunamore-Karten, dann meine Gypsy-Cards, dann meine Tacheles-Karten. Dann haben wir hier dabei die mystischen Momente von Katrin Welstein. Wir haben von Ciro Marchetti in Tarot. Wir haben Des Anges de l'Atlantide. Und wir haben die Karten, wo ich immer nicht weiß, wie sie heißen. Achso, entfalte deinen Lichtkörper, gibt es aber nicht mehr. Ja, es gibt natürlich auch nach wie vor noch die wunderbaren Kugeln, die euch immer wieder in die Aufwärtsspirale bringen. Also sprich, dass ihr nicht in die negative Energie hineinfallt. Einmal hier in der klassischen Basic-Version. Die strömt natürlich auch wirklich die Energie super raus, egal wo sie steht. Und einmal noch gepaart mit der Goldenergie dazu für mehr Glück und vor allen Dingen für mehr Glücksempfinden, für diesen goldenen Schutz. Also die zwei Kugeln gibt es, unten ist der Shoplink drin, noch gibt es 30% auf alles, auch auf Räucherungen, Kerzen etc. pp. So, schieben wir das einmal weg, dann gucken wir jetzt einfach mal rein, was vielleicht die erste Botschaft hier ist. Wow, und ich habe gleich die beste Karte aus dem Spiel gezogen. Alles ist möglich. Ein großer Wunsch kann sich erfüllen. Sei offen für einen möglicherweise unerwarteten Ausgang. Also das ist wirklich die beste Karte des Spiels. Und als ich damals die Karten mir selber gekauft habe, erinnere ich mich nämlich noch dran, da war eine Freundin noch mit dabei. Und da habe ich diese Karte nämlich auch rausgezogen. Alles ist möglich. Also alles ist möglich, das nur als Thema hier liegen. Das ist doch schon mal sehr gut. Und ich würde jetzt gerne anfangen, doch erstmal nochmal mit dem Tarot, dass wir einfach reinschauen, unsere klassische Linie, wie entwickelt sich oder entfaltet sich denn auch jetzt die Story in der kommenden Zeit zwischen euch beiden. Und das schauen wir uns jetzt einfach mal an. So, du machst mal hier. Dann kann ich es nach oben ziehen. So, wow. Gleich die erste Karte sind die Liebenden. Die Liebenden, also wirklich auch hier mal gleich das Thema aus der großen Arkana raus. Ihr wisst, immer wenn eine große Arkana-Karte kommt, dann ist dieses Reading immer sehr, sehr, sehr bedeutsam. Und bei den Liebenden ist es ja wirklich so, dass es eine Karte ist, die traditionell natürlich auch Entscheidung birgt, diese Karte. Aber es ist auch die wahre Liebe, es ist die Heirat, es ist die neue Beziehung, es ist auch die Selbstverantwortung, in die wir wieder hineinfinden und hineingehen werden. Und das ist genau der Punkt, der im Moment ganz, ganz, ganz wichtig hier ist. Also damit geht es also schon mal los. Und hier haben wir ja die Karte dazu, die sagt, alles ist möglich. So, wir schauen weiter. Wie geht es denn jetzt gegenwärtig weiter? Die zwei gegenwärtigen Karten ziehe ich jetzt erstmal hierher. Und da haben wir jetzt erstmal eine Münz- und eine Schwertkarte dabei. Ja? So, hier ist es so, wir haben 8 Münzen. 8 Münzen ist das Lernen, das ist aber auch das Anfangsstadium. Jeder ist seines Glückes Schmied mit dieser Karte. Das bedeutet, wir haben hier, du sollst geschickt sein, du sollst auch an diesem Thema der Liebe wirklich arbeiten, vielleicht auch nochmal reflektieren, was passiert gerade in dir, was passiert in ihm. Wichtig ist, dass diese Karte wirklich einen Anfang durchaus signalisiert, ja. Und dieses Anfangsstadium geht einher mit dem Ass der Schwerter. Und das Ass der Schwerter ist Kraft. Das ist Mut, das ist aber auch die Entscheidungskraft. Also wir haben hier wieder das Entscheidungsthema zum einen
Und wir haben es hier wieder, ja. Es ist auch die Bereitschaft, sich mit ihm hier jetzt einmal auseinanderzusetzen. Es ist Eroberung. Also du kannst ihn richtig erobern jetzt, wenn du klug vorgehst, wenn du klare Gedanken hast und wenn du hier auch dich einfach für diese gute Sache einsetzt. Das Ass steht immer noch mal als Chance, die in uns liegt, in uns ruht, die wir jetzt aber auch nutzen sollen. Ja. So, dann gehen wir hier wieder auf die Gefahren ein, beziehungsweise die Herausforderungen. Das sind die nächsten zwei Karten. Das ist immer das, was ihr annehmen müsst, damit es wirklich auch hier weitergehen kann. Beziehungsweise, dass man einfach aussieht, okay, das sind jetzt die Hürden, die wir nehmen müssen. Das sind nicht die Blockaden, sondern es sind die Aufgaben, die uns hier zuteil werden, die wir einfach nehmen müssen, ja. Und da, das ist immer so der große Unterschied in der Deutung, ja. Denn hier geht es wirklich darum, mit der Temperance oder der Mäßigkeit, ist erstmal natürlich eine grundharmonische Karte, die allerdings auch sagt, wir sollen hier oder müssen hier auf Ausgewogenheit achten. Wir sollen in dem Vertrauen bleiben und du sollst dich genauso annehmen, wie du bist. Jetzt kommt ein Wort dazu, was ihr jetzt alle hassen werdet, aber ich habe die Karte gezogen, ich kann ja nichts dafür. Sie sagt halt auch, du sollst geduldig sein, ja? Ja, Mist, ne? Was soll ich sagen? Es ist halt so. Innere und äußere Harmonie, es ist das erfüllte Lieben, es ist aber auch, dass man Frieden mit sich schließt, dass man diplomatisch sein soll, dass man wirklich abwägen soll, sage ich jetzt etwas, fordere ich etwas heraus oder fordere ich etwas ein, ist es jetzt sinnvoll, das zu machen? Es ist aber auch die Karte der Liebe, also auch hier wieder des Annehmens mit dabei. Und hier müsst ihr wirklich die Balance halten. Leute, ich sage das einfach immer wieder, auch in den Orakeln, wenn ich jetzt eine Beratung habe, eine Privatberatung habe, die ihr natürlich sehr gern buchen könnt. Nummer ist unten. Und ich freue mich, wenn wir natürlich über deine individuelle Situation auch sprechen. Aber ich freue mich auch, wenn das allgemeine Reading für euch passt. Und hier ist es schlicht und ergreifend so, dass wenn ich sage, jetzt musst du mal wirklich 14 Tage stillhalten und du mir dann über WhatsApp schreibst, hey Michael, ich habe es nicht geschafft, ich habe ihm doch nach 2 Tagen wieder geschrieben, dann verfälschst du natürlich auch ein Stück weit das Ergebnis deiner Legung, beziehungsweise schiebst dir natürlich auch Zeiten hinten raus, ne? Und wir haben hier 7 Kelche mit dabei, ja? 7 Kelche ist die Karte, die Vision oder eben halt auch die Gefahr der Illusion. Das heißt, du kommst hier wieder aus dem Gleichgewicht der Mäßigkeit raus in die 7 Kelche hinein und baust dir hier irgendein Luftschloss, irgendeine Fantasie auf, ja? Und verlierst dadurch die Konzentration auf dein ursprüngliches Ziel, weil du schon viel weiter in der Planung bist, ja. Also du, sagen wir mal so, ihr findet jetzt zusammen und du musst Maß halten, du schaffst es auch bedingt, dann bist du aber schon wieder gedanklich da dabei, dass du vielleicht das Schlafzimmer gerade am Einrichten bist. Dabei ist er vielleicht noch mit jemand anderem in der Wohngemeinschaft drin oder in einem Zuhause und es ist noch überhaupt viel zu weit vorgegriffen. Und da muss man jetzt einfach aufpassen. Aufpassen, auch wenn jetzt ein positives Zeichen dann von ihm kommt, dass du hier eben nicht in diese Illusion, in diese Vision hineinfällst. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig und dass du nicht so vorgreifend planst. So, im Ergebnis hinten, ja. Da haben wir erst einmal auch den Kampf dabei. Das sind diese 5 Schwerter, die immer zeigen, Entschuldigung, 5 Stäbe, nicht 5 Schwerter, die da natürlich auch immer wieder anzeigen, dass man hier natürlich auch wirklich für ihn wahrscheinlich auch eher ein Wettkampf da ist. Aber es ist der Gewinn in der Karte drin.
Also nach der ganz klassischen Deutung ist es wirklich so, man rangelt sich dann nochmal aneinander oder er muss hier halt noch so seinen Kampf komplett ausfechten, aber du gewinnst ihn. Die Karte birgt immer den Gewinn mit drin. Das dürft ihr hier bei dieser Karte nie vergessen. Oftmals wird nur gesagt, das ist ein Kampf. Das ist aber mehr, weil die Karte ist ganz klar auf der Gewinnerseite mit drin. So, und dann haben wir aber hier als Ergebnis den Bube der Kelche mit dabei. Das ist jemand, der ist gefühlsbetont, der ist empfindsam, der ist vielleicht auch etwas stiller, dennoch auch spontan, heiter und leidenschaftlich. Aber hier entfaltet man jetzt seine Begabungen, hier gibt es Neuigkeiten und hier besteht die Chance für die Liebe. So, jetzt gucken wir aber uns an, wie ist das Ganze für dich, beziehungsweise wie ist das Ganze dann auch für ihn, ja? Und dazu nehmen wir jetzt mal meine Tacheles-Karten, lange nicht genommen. Und wir schauen in die Gegenwart mit zwei Karten für dich, zwei Karten für ihn, die Herausforderung und natürlich auch das Ergebnis. Ja, also du siehst schon wieder alles schlimmer, als es ist. Da liegt halt gleich der Sarg dabei, aber der Handschlag zeigt aber auch, es kommt zu Treffen, es kommt zu Verabredungen, ja. Er redet sich, hier sind die Katzen dabei. Das ist immer so, ich sage immer so Katzengeschwätz, das ist so. Ja, er redet sich so ein bisschen drum herum, ne, oder bleibt eben mal ein bisschen mehr an der Oberfläche, aber auch hier mit den Blumen kommt definitiv das Treffen mit hinein. So, in der Herausforderung ist es wichtig, nicht zu sehr auf das Treffen und auf finanzielle Planungen in der Zukunft zu gehen. Wie gesagt, wieder hier die Gefahr, die ich vorhin gesagt habe, ja. Seine Herausforderung ist hier auch stabil zu bleiben und auch noch die Dinge mit jemand anderem hier zu lösen. Ja, aber schau mal im Ergebnis: Lilien und der Amor bei ihm und bei dir der Turm, das Buch. Also, du glaubst eigentlich gar nicht so richtig dran an diese ganze Geschichte. Es ist natürlich eine Lernerfahrung hier für dich, aber er folgt seiner Anziehungskraft zu dir und folgt ja auch der Liebe dazu. Und das finde ich eigentlich mal ganz, ganz gut, ja. So, und dann nehmen wir mal noch hier von den Point of View Karten eine mit dazu. Gegenwart, der Bäcker, Morgenstund hat Gold im Mund, plane deine Zeit effektiv ein, beschäftige dich mit produktiven Dingen, damit du auch vorankommst. Also hier, das gilt auf euch beide. Ihr sollt wirklich den Fokus aufeinander nicht wirklich verlieren, ja. Und das ist einfach so genau das, ja. Hier die Karte, die Ruine in der Herausforderung. Hier nicht aufgeben. Schau ganz genau hin. Es ist noch nicht alles verloren. Hier erblüht immer noch diese Rose, diese Liebe, die ist da. Und das gefällt mir eigentlich insgesamt wirklich sehr, sehr, sehr gut, ja. Und als letztes, ein Versprechen wird jetzt eingelöst, der Pakt. Also auch hier haben wir doch wieder recht positive und gute Aussichten dazu da. Jetzt würde ich abschließend nochmal eine Engelkarte hier rausziehen. Also ihr wisst, komischerweise, es kam jetzt immer Amael, wenn ich gezogen habe auf die großen Orakel. Ich bin gespannt, was heute der Fall ist. So, Zapfgel, so. Und hier ist es wirklich so in der Karte, dass ich sagen muss, oh, ich sollte sie vielleicht mal zeigen. Pardon, das war jetzt so ein bisschen die Barmherzigkeit, die dazu kommt, also dass man wirklich auch das Mitgefühl füreinander hat, dass er jetzt Verständnis für deine Situation aufbringen wird. Und das kommt wirklich so dieses Mitgefühl.
Denk dran, das erste Thema war hier, alles ist möglich und genauso wird es sein. Und ich wünsche dir auf jeden Fall eine super gute restliche Woche. Jetzt trinkt gerade mein Hund im Hintergrund. Sorry, dass ihr das jetzt hört. Nicht, dass ihr euch wundert, was es für ein Geräusch ist. Und freue mich, wenn wir uns in der Beratung hören. Freue mich über jeden eurer Kommentare. Ich lese mir immer alles durch. Freue mich über ein Like und natürlich auch über ein Abonnement. Und ihr habt es gesehen, ich ziehe die Karten immer direkt raus. Ich kann hier nichts beeinflussen oder irgendetwas. Es kommt, wie es hier kommen soll. Und wichtig ist, ein Versprechen wird jetzt eingelöst. Alles ist möglich. Behalte die gute Energie bei dir. Und wir hören und sehen uns hier auf meinem Kanal wieder. Bis dahin, euer Michael. Ciao.